Was? Hä? Sag mal. Wie bitte? Take one. Felix Groß. Felix, willkommen bei Wie bitte? Lieber Podcast oder moderieren? Podcast. Hast du schon einmal irgendwas im Podcast gesagt, was du danach bereut hast? Nee, weil wir es Gott sei Dank nicht live aufnehmen und nachher noch geschnitten werden kann. Deswegen können wir da einfach frei Schnauze reden. Wie sieht dein perfekter Sonntag aus? Oh, den hatte ich lange nicht, aber auf jeden Fall ausschlafen, vom Bett direkt aufs Sofa, Essen bestellen, Netflix schauen oder Fußball schauen, Basketball schauen, Golf schauen, irgendwas. Aber einfach nichts machen, war mittlerweile seit anderthalb Jahren mit kleinem Kind nicht mehr möglich gewesen. Bist du abergläubisch? Nein. Womit bringt man dich richtig schnell auf die Palme? Oh, Schlafmangel. Die Einzige, die das darf, mich am Schlaf hindern, ist meine kleine Tochter. Wie würde deine Band heißen, wenn du eine hättest? Das ist eine absolut super Frage, wo ich mir täglich Gedanken drüber mache. Worauf könntest du eine Woche lang verzichten? Auf den Fernseher. Was war dein letzter Ohrwurm? Diese Fragen hier. Ich glaube von Ed Sheeran, Bad Habits. Was ist das Unnötigste, was du je gelernt hast? Ich lerne nur Sachen, die nötig sind. Ja, aus der Schule habe ich sehr wenig mitgenommen ins normale Leben, ehrlich gesagt. Aber trotzdem natürlich wichtig, ne, liebe Kinder, Schule, die gut zu Ende bringen. Das hilft dann schon. Auf welche Frage möchtest du nie eine Antwort? Wie heißt deine zukünftige Band? Welche Dinge trägst du immer bei dir? Mein Ehering. Hast du dich schon einmal gegoogelt, Felix? Mehr als einmal. Kochen oder essen gehen? Essen gehen. Aber auch sehr gerne gekochtes von meiner Frau. Musste ich jetzt sagen. Bist du eher so der Tänzer oder der cool an der Bar? Bisschen VIP. Erst cool an der Bar, was trinken und dann tanzen. Ach, kommt auf den Pegel drauf an. Mhm. Hast du noch eine Frage, die ich dir nicht gestellt habe und die du gerne mal beantworten würdest? Nein, ich bin sehr zufrieden mit diesem Interview und mit den Fragen und auch mit den Antworten. Von daher können wir das hiermit gerne beenden. Okay, eine letzte noch. Wenn du dir einen Spieler aus dem aktuellen Kader aussuchen kannst, wer ist als nächstes dran? Ja, dann muss ich auf jeden Fall einen nehmen, mit dem ich noch zusammengespielt habe. Deswegen Jakob Busk. Gut, so machen wir es. Dankeschön, Felix. Gerne.